Paukenschlag beim 1. FC Magdeburg. Nachdem Ende letzter Woche der kaufmännische Geschäftsführer Alexander Wahler mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt wurde, folgt nun die nächste Hiobsbotschaft beim 1. FC Magdeburg. Am Montag, den 29. Januar, gab der Verein die Vertragsauflösung mit dem ehemaligen italienischen Nationalspieler Cristiano Pecini bekannt. Dieser habe darum gebeten und verlässt nach anderthalb Jahren die Elbestadt. Im September 2022 wechselte der damals vereinslose Pecini ablösefrei zu den Größten der Welt. Wohin Pecini wechseln wird, teilte der 1. FC Magdeburg nicht mit. Nun wurde bekannt, dass es den Abwehrspieler wohl in seine Heimat Italien zieht und er sich dem Zweitligisten Sampdoria Genua anschließt. Und das, trotz eines Marktwertes von 750.000 Euro zum Entsetzen vieler Anhänger, auch noch ablösefrei. Und noch nicht genug, so bahnt sich schon der nächste Wechsel an. Der 29-jährige Deutsch-Türke, Ahmet Aslan, steht wohl vor einem Wechsel zu Dynamo Dresden. Bleibt abzuwarten, wie sich die Vereinsführung entscheidet, denn mit Platz 13 in der Liga ist der Club alles andere als gerettet. Und jede zweifelhafte Entscheidung der Vereinsführung sorgt für immer mehr Unmut bei Fans und Spielern.